Die Bundesregierung folgte dem Vorschlag des Verteidigungsministeriums und beschloss daher 1972 die Errichtung von Hochschulen für die Bundeswehr. Der Entscheidung waren lange Diskussionen in militärischen Fachkreisen und in der Öffentlichkeit vorausgegangen. Georg Leber, damals Verteidigungsminister. Damals wirkten die Studentenunruhen immer noch nach. Es war nicht vorstellbar, wozu es geführt hätte, wenn unter diesen Umständen in einer Atmosphäre, wie sie war, Kontingente von Offizieren als Studenten in die Universitäten eingeflochten worden wären. Wenn also akademische Bildung für Offiziere, dann konnte das nur in eigenen Universitäten geschehen. Damit war die Entscheidung gefallen. ...1974 wurde in Neubiberg mit dem Aufbau der Münchner Bundeswehrhochschule begonnen. In so kurzer Zeit wie sie hat wohl selten eine andere Universität je das Licht der Welt erblickt. Eine Sturzgeburt sozusagen mit den Verteidigungsministern Helmut Schmidt und seinem Nachfolger Georg Leber als politische Väter. Die Einführung von Trimestern erlaubt es, auch das will ich ja sagen, dass die Studenten nach 3 bis höchstens 4 Jahren die Diplomprüfung in den jeweiligen Studiengebieten ablegen können. Das Verhältnis der Ausbildungszeit zur Zeit der praktischen Berufstätigkeit wird damit erheblich verbessert, zum Vorteil der Studenten und der Universität. Wegen des Soldatenstatus der Studenten wird immer wieder bezweifelt, ob an der Bundeswehrhochschule überhaupt ein wissenschaftliches Studium möglich ist. Es wird vermutet, dass das Prinzip von Befehl und Gehorsam auf den akademischen Bereich übergreifen könnte und damit die akademische Freiheit unmöglich machen würde. Dies eines würde ich nicht ertragen, wenn es etwa Professoren geben würde, die es für ausgeschlossen halten, dass man als Offizier in Uniform zur Vorlesung kommt. Viele Prinzessinnen und Prinzen gibt's in Bayern, doch sie alle regieren nicht mehr. Der Prince of Wales gab sich die Ehre. Es ist ein schönes Kind. Wie schön wäre es, wenn die vielen Eltern und Erziehungsberechtigten und die sich dafür halten, erkennen würden, dass sie ihr Kind zu einem Schmuckstück machen können. Lieber Herr Winnecke, erstens auch ich halte das Kind für ein schönes, einigen Grenzen gutes Kind, und das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich an der Zeugung nicht beteiligt war. Hier an der Universität der Bundeswehr in München haben sich hervorragende Sachverständige zusammengefunden. Das Vertrauen, das die NATO als Ort von Stabilität und Sicherheit erworben hat, ist ein ungeheures Kompliment. Sie sind eine besondere Universität, das muss man Ihnen lassen. Und dazu mein herzlicher Glückwunsch. Alles Gute auch. Ich heiße Heiner und ich Heinrich, zur Ergänzung. Im Übrigen sitzt die ganze Öffentlichkeit und die ganze Politik einer falschen Behauptung auf. Der Terrorismus hätte seine Wurzel in Afghanistan. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich hier in diese Gefilde komme und Menschen sprechen mich in ihrer Mundart an, dass ich dann nicht sicher bin, ob es ein Österreicher oder ein Bayer ist. Ja, bitte. Es ist einfach überwältigend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie tonnenschwer sich der Körper anfühlt, wenn man ein halbes Jahr in der Schwerlosigkeit war und das erste Mal dann dasteht mit diesem Fallschirm und diesem Druckanzug und allem, dann da aus diesem Shuttle rausklettern soll, wird man schon ein bisschen blass um die Nase, und nach so 2 Stunden geht das dann wieder. Thank you.
vielfältige Sportmöglichkeiten, von Fitness über Boxen bis hin zum Tauchen, finden auf unseren erstklassigen Sportanlagen statt und liefern nicht nur die Möglichkeit, den Körper zu trainieren, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für Wissenschaft und Forschung. Ob Ingenieur oder Geisteswissenschaften, unsere Forschung ist innovativ, stets am Puls der Zeit und von großem Nutzen für unsere Gesellschaft.